Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Ich habe heute mal etwas mehr Licht gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, heute wird es gar nicht hell bei uns. Auf Mallorca ist es relativ dunkel noch und deswegen habe ich heute mal hier die volle Beleuchtung angemacht im Wohnzimmer, damit ihr die Karten auch gut sehen könnt, die uns heute an diesem Freitag einen Impuls geben sollen für das kommende Wochenende. Ja, meine Lieben, ich habe das Golden Rider Tarot, das Lenormand und die Eulen der Glückseligkeit. Und ich habe mir gedacht, ich frage mal wieder mit drei Karten aus dem Tarot und drei Karten aus dem Lenormand zur Klärung, welche Energien uns jetzt in unserer Heart and Soul Family zur Verfügung stehen an diesem Wochenende. Ja, ich habe das Gefühl, der Vollmond im Zeichen des Löwen schwingt sich schon ein. Am 27. findet der statt. Also es könnte um die Kindheit gehen oder um eine Seelenpartnerschaft. Ich nehme sofort Kindheit wahr. Im Moment, meine Lieben, kommen sehr, sehr viele Elternthemen hoch. Ja, nicht nur im Sinne dessen, dass du vielleicht Vater oder Mutter bist, ja, und sich da Themen auftun mit deinen eigenen Kindern, sondern sehr viele Themen, die die eigenen Eltern betreffen. Und ich habe gestern Abend noch zu Micha gesagt, mein Coaching-Video für die erste Februarhälfte wird sich um das Thema Urwunden aus unserer Kindheit drehen. Denn das Thema im Kollektiv ist gerade sehr, sehr, sehr präsent, ja, dass wir uns bei allen Dingen, die uns im Leben begegnen, die uns auch andere Menschen spiegeln, wirklich immer wieder fragen dürfen, was hat das eventuell damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, ja, welche Themen ich aus der Kindheit mit in mein Erwachsensein mitbringe. Und das ist jetzt krass, dass hier diese Karte fällt. Ja, wir haben das Rad des Schicksals. Es gibt einen schönen Spruch und da bin ich absolut begeistert von dieser Einstellung. Ja, es hat mir irgendjemand gesagt, man kann sein Leben zwar rückwärts verstehen, aber man muss es vorwärts leben. Und das zeigt das Rad des Schicksals hier. Ich halte nichts davon, jahrelange Psychoanalysen zu machen, ja, so wie man es früher gemacht hat in der Psychologie, wirklich jahrelang die Kindheit aufzuarbeiten. Da bin ich nicht der Fan davon, ja, weil sonst ist man immer wieder in diesem Alten, man stochert da rum und dann geht es auch darum, natürlich, inwiefern gebe ich Eltern Schuld oder nicht, ja. Also das sind Dinge, da guckt man einfach sehr, sehr, sehr tief in die Vergangenheit. Und da bin ich nicht so der Fan davon, sich da wirklich ganz, ganz lange dabei aufzuhalten. Aber, und da bin ich Fan davon, wir dürfen in den Spiegeln unseres Hier und Jetzt tatsächlich erkennen, welche Begebenheiten uns immer wieder zeigen, dass wir in der Kindheit eventuell bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die uns im späteren Leben immer wieder gespiegelt werden. Denn es ist tatsächlich so, dass viele Menschen, denen wir jetzt begegnen, uns wie ein Spiegel dienen und uns aufzeigen, wo haben wir vielleicht aus der Vergangenheit Glaubenssätze entwickelt, ja, oder auch Selbstzweifel entwickelt, nicht dieses Urvertrauen in bedingungslose Liebe entwickelt, wie es wünschenswert gewesen wäre. Und da geht es nicht darum, Eltern Schuld zu geben oder zu hinterfragen, was hätten sie besser machen können. Unsere Eltern, so wie auch wir als Eltern, tun das, was ihnen in diesem Moment, zu dieser Zeit möglich war oder ist. Und hier habe ich das Gefühl, diese Kindheitsthemen, wenn einmal angeguckt werden, ja, erkennen wir, dass sich das Rad des Schicksals weiterdrehen möchte, dass wir nicht zu sehr uns darauf berufen dürfen, ja gut, ich hatte aber in der Kindheit die und die negative Erfahrung gemacht und es prägt mich eben, ja. Wenn wir das verstehen, dann dürfen wir es auch loslassen. Denn wenn wir uns zu sehr auf das fokussieren, was nicht gelungen ist, was vielleicht besser hätte laufen können, was in unserer Kindheit einfach schiefgegangen ist, so wie dieser Mann hier auf dieser Karte, die fünf Kelche, zu sehr darauf guckt, ah, da liegen diese umgestürzten Kelche, dann übersehen wir, dass in unserem Rücken hier zwei aufrechte Kelche stehen,
die gelebt werden möchten. Ja, das verschüttete Wasser hier oder was hier auch immer im Kelch war, das kann uns keiner mehr zurückholen. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, uns umzudrehen, zu sagen, ich nehme diese Erfahrung mit aus meiner Kindheit. Ich heile meine Wunden, die hier entstanden sind. Aber ich wende mich dann dem Leben zu. Und damit hindern wir dann auch das Rad des Schicksals nicht daran, sich weiterzudrehen. Und das Ganze dürfen wir mit dem liebevollen Schutz unseres Schutzengels machen. Hier fällt die Mäßigkeit. Ja, wir können sehr viel in den Ausgleich bringen, wenn wir beginnen, hinzuschauen, zu verinnerlichen, aber dann weiterzugehen. Und wie gesagt, im Kollektiv ist dieses Thema momentan sehr, sehr, sehr präsent. Und ich werde in dem Coaching-Video, das ich machen werde zu dem Thema, auch viel über meine eigene Kindheit sprechen, denn ich habe in meiner Kindheit Dinge erlebt, die möchtest du nicht erleben, ja? Also es waren wirklich auch schlimme Dinge dabei, aber letztendlich ist jetzt der Mensch aus mir geworden, der ich bin. Und durch das Verstehen der Vergangenheit ist es mir möglich geworden, die Wunden zu heilen und dann auch nach vorne weiterzugehen. Wir schauen mal, ob wir aus dem Lenormand einen Hinweis noch darauf bekommen, hier auf diese 6 Kelche. Wie gesagt, es ist auch eine Seelenpartnerkarte, aber ich nehme es gar nicht so wahr. Es geht um viele Ängste, auch wirklich hinzuschauen. Viele meiner Klientinnen und Klienten trauen sich auch manchmal ihre Ängste, die entstehen aus diesem Weglaufen, Vorerfahrungen aus der Kindheit, die uns prägen, nicht anzuschauen. Und dann mache ich ein Reading und dann fällt in diesem Reading, obwohl vielleicht die Fragestellung ganz anders war, fällt das Thema Eltern, fällt das Thema Mutter, Vater. Es geht um Wunden, die hier entstanden sind. Und diese Angst, da wirklich hinzuschauen, rührt ja daher, dass wir befürchten, wir hängen dann in der Vergangenheit fest, wir kommen vielleicht wieder zu dieser Schuldfrage, ja, was hätten die Eltern besser machen können? Und vielleicht ist es auch die Angst, uns darüber im Klaren zu werden, dass das, was wir damals erlebt haben oder eben nicht erlebt haben, ja, welche Erfahrungen uns vielleicht auch gefehlt haben, ja, gerade diese Erfahrung des bedingungslosen Geliebtwerdens um unserer selbst willen, das haben doch die wenigsten von uns in ihrer Kindheit gemacht, ja. Und da schaut man nicht gerne hin, weil man natürlich auch Angst hat, dass sich das immer wieder wiederholt, dass wir immer wieder Situationen in unserem Leben anziehen, die uns das spiegeln, die uns diesen Mangel an Selbstliebe spiegeln, der ja bei ganz vielen von uns aus der Kindheit stammt, ja, weil wir einfach gelernt haben, wenn ich das mache, was meine Eltern oder unsere nächsten Bezugspersonen, da gehören natürlich auch die Lehrer dann dazu, die Erzieher, ja, bei manchen vielleicht auch Stiefmama, Stiefpapa. Wenn wir tun, was von uns erwartet und gewünscht wird, dann bekommen wir Lob, dann sind wir gut. Aber wehe, wir tun das mal nicht. Wehe, wir bringen unsere eigenen Facetten zum Ausdruck, sind vielleicht anders, als wie es gewünscht worden wäre. Dann hagelt es Kritik, dann wird uns vielleicht Liebe, Zuneigung entzogen. Und dieses Muster nehmen wir immer wieder mit. Ja, zum Rad des Schicksals, das ich für uns ja weiter drehen möchte. Ja, wir sollen nicht hängen bleiben in der Vergangenheit. In allen Beziehungen, die wir führen, und das sind nicht nur romantische Beziehungen gemeint, ja, haben wir sehr gute Sparringspartner, um zu sehen, wie sehr ruhe ich denn schon in meinem Selbstwert und in meiner bedingungslosen Selbstliebe. Und dieses Ruhen in uns brauchen wir, um schicksalhafte Veränderungen möglich zu machen, um uns beschenken zu lassen vom Universum. Ja? Und deswegen in deinen Beziehungen, schau mal hin, was zeigt dir dein, was weiß ich, Arbeitgeber, dein Chef, deine Kollegen, deine besten Freunde, was zeigt dir dein Beziehungspartner, dein Wunschpartner? Schau in diesen Spiegel. Du siehst in diesem Spiegel letztendlich ja dich selbst.
Denn so wie andere Menschen dich behandeln, so wie andere Menschen dich wahrnehmen, wie sie mit dir umgehen, zeigt letztlich, wie du dich selbst behandelst, wie du mit dir umgehst. Ja, also die Beziehungen helfen uns zu erkennen, ja, was wir hier noch verändern dürfen. Wir schauen mal, für die 5 Kelche gibt es hier noch einen Hinweis, eine Klärungskarte. Genau, schaut mal, wie super schön das passt. Ich habe vorhin noch gesagt, dieser Mann schaut auf das, was er nicht im Leben hat, was er vielleicht verloren hat, was er in der Kindheit, wenn wir jetzt mal bei diesem Thema bleiben, vielleicht nicht erfahren hat. Und das nagt an ihm. Hier geht es um Verlusterfahrungen. Viele von uns, ja, die jetzt auch im jetzigen Leben Erfahrungen machen, die wehtun, die schmerzlich sind, sind natürlich dann dazu geneigt, immer auf das zu gucken, was hat in der Vergangenheit noch nie wirklich funktioniert? Warum treffe ich immer Menschen, die mir zeigen, ja, ich habe es nicht verdient, glücklich und erfüllt zu sein? Warum geht bei mir immer alles schief? Gerade jetzt, wir haben ja in den letzten Wochen oftmals Readings dazu gehabt, in dieser schwierigen Zeit, wo wir auch noch so beschränkt sind in unserer Freiheit, wo wir viel in die Innenschau getrieben werden, da kommen solche Themen nach oben. Verlusterfahrungen. Man macht sich Gedanken über das, was nicht geklappt hat im Leben. Ja, denn letztlich werden wir, und das passiert schon, wenn wir morgens die Nachrichten anhören oder ja, Zeitung lesen, werden wir täglich mit dem Tod konfrontiert. Ja, Corona ist überall, es geht immer wieder um neue Infektionszahlen, um Todeszahlen, um mutierte Viren. Ja, es nagt an uns, wenn wir uns dann darüber Gedanken machen, wie verbringe ich mein Leben, wie habe ich es bisher gelebt. Und da ist es so unglaublich wichtig, deswegen komme ich nochmal dazu zurück, nicht hängen zu bleiben in der negativen Energie, sondern zu akzeptieren, was ist oder was war in der Vergangenheit, sich dann aber umzudrehen und zu sagen, ich schaue, was habe ich in meinem Leben? Wofür kann ich dankbar sein? Was sind vielleicht Perspektiven, die sich jetzt für mich ergeben? Was darf ich durch diese Phase der Innenschau auch lernen? Über mich, ja? Über den Umgang mit anderen, über die Liebe zu mir selbst. Also sehr, sehr interessant dieses Reading. Und es liegt immer an uns, eine Entscheidung zu treffen. Wofür entscheide ich mich? Entscheide ich mich, in der Opferrolle zu bleiben und zu sagen, weil ich in der Vergangenheit das und das und das erlebt habe, was noch immer an mir nagt, worüber ich noch immer enttäuscht bin, bleibe ich in dieser negativen Energie, mit der ich ja gemäß dem Resonanzgesetz dann auch Negatives anziehe, oder entscheide ich mich ganz klar dafür, zu sagen, okay, das, was war, das war ja schon. Das kann ich nicht mehr ändern. Ich kann es nur betrachten, meine Erkenntnisse daraus ziehen und diese Erfahrungen dann integrieren und mit in mein weiteres Leben nehmen, dass ich dann aber mit Gottes Hilfe positiv angehe. Also ein sehr, sehr stimmiges Reading. Ich hatte heute nicht den Impuls, dass es jetzt hier um tatsächlich eine Seelenpartnerschaft explizit geht. Ja, wenn du das so für dich empfunden hast, dann darfst du das natürlich für dich gerne so interpretieren. Aber ich bleibe heute dabei, dass es um Kindheitswunden geht, weil das Thema eben sehr, sehr, sehr präsent ist gerade. Auch in den persönlichen Readings, in den Channelings, die ich für euch mache, kommt es immer wieder hoch. So, wir haben noch eine Eule. Du möchtest frei sein, dann stell dich deiner größten Angst in deinem Tempo, Stufe für Stufe und vergiss nicht, dein Licht mitzunehmen. Ist das nicht wunderschön und so passend? Befreie dich aus den Fesseln deiner Vergangenheit. Ja? Befreie dich. Und die Eule sagt ja, dann stell dich deiner größten Angst. Was habe ich noch vor 5 Minuten gesagt? Viele Menschen haben ja Angst,
diese Fesseln anzuschauen, habe Angst, dann nochmal hinzuschauen, nochmal einzutauchen in Erfahrungen, die schmerzlich waren. Ja? Aber es lohnt sich, einmal noch hinschauen und dein Licht mitzunehmen. Das ist hier der Schutzengel. Du bist immer beschützt durch die Liebe deines Schöpfers. Und auch in unserer größten Angst, nochmal eine Wunde anzuschauen, kann sehr heilsam sein, wenn wir uns im Klaren sind, Gott ist bei uns. Ja, ich finde es so schön, dieses Bild, das habe ich in letzter Zeit immer wieder im Kopf, zu sagen, er reicht dir die Hand. Er sagt, geh an meiner Hand durch deine Angst. Ja, also die Eulenkarten, von denen bin ich wirklich fasziniert, denn ihr bekommt es ja mit, wer diesen Tagesimpuls oft schaut. Stimmiger könnte immer diese Karte nicht sein, ja, die hier nochmal kommt. Und die Eule war ja auch das Tier, als meine Mama verstorben ist, das sie mir geschickt hat, um mir zu zeigen, sie ist noch da. Also ich weiß nicht, viele von euch wissen das vielleicht nicht, ich habe es in einem oder anderen Video schon mal erwähnt. Meine Mama, die wusste ja, was ich mache. Die war ja einer meiner begeistertsten Follower meiner Videos und Facebook-Seiten. Das war so witzig. Ich meine, sie war ja dann doch schon über 80, aber sie hat mich morgens schon angerufen, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe und hat mir mitgeteilt, wie toll sie das fand und wie viele Leute das schon angeguckt haben und wie viele Daumen hoch ich habe. Und die war ja da wirklich sehr, sehr begeistert davon. Und sie wusste ja, dass ich davon ausgehe, wenn sie dann stirbt, dass ihre Seele bei mir ist. Ja, und ich habe ihr immer gesagt, Mama, bitte vergiss nicht, mir Zeichen zu schicken, dass all das, was ich hier wahrnehme, dass das auch stimmt. Lass dir was einfallen, wie du mir zeigen kannst, du bist noch da. Und ich habe dann, als sie verstorben war, habe ich in ihrem Gartenhaus eine Eule gefunden. So, und das war so eine Gartenfigur, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Und ich war ganz oft bei ihr im Garten. Ich habe die Eule gesehen und wusste sofort, okay, ich soll auf Eulen achten. Und ob ihr es glaubt oder nicht, in den kommenden, naja, ich sag mal 4 oder 6 Wochen, begegneten mir an den unmöglichsten Stellen, zu den unmöglichsten Gelegenheiten Eulen. Und jedes Mal wusste ich, dass die Eule ein Symbol meiner Mama ist, um mir zu zeigen, sie ist da, sie ist präsent. Und deswegen, glaube ich, habe ich auch einen besonderen Bezug zu diesem Eulendeck. Wow, jetzt kriege ich Gänsehaut. Vielleicht ist meine Mama jetzt auch hier anwesend. Sie ist ja Teil meiner Mannschaft. Ja, wow. Ja, meine Lieben, wie ich finde, ein sehr, sehr, sehr intensives Reading. 100% passend zu der Energie, die ich momentan im Kollektiv mitbekomme. Ich bin sehr gespannt, was der Vollmond im Löwen damit macht, mit diesem Thema auch, ja, mit diesen ganzen Beschränkungen, die wir momentan ertragen müssen. Ich werde das Video, das YouTube-Video wahrscheinlich sogar schon morgen machen, denn die Energie schwingt sich ein. Ich merke das immer, ich schlafe schlecht. Bei Vollmond bin ich mitten in der Nacht plötzlich hellwach. Vielleicht geht es euch auch so. Ja, in diesem Sinn wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, aber wie gesagt, ich denke morgen zurück mit einem Reading für den anstehenden Vollmond im Zeichen des Löwen. Ja, dann sage ich einfach mal bis dann und liebe Grüße aus Mallorca von eurer Uli. Tschüss!